Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Monster High New Ghoul in School. Ich hatte euch in der letzten, Episode gefragt gehabt, was wir zuerst einkaufen sollen, da wir nicht alles und sofort einkaufen können. Und 25 von euch wollten das gelbe Kreuztop, 19 wollten den pinken Stufenrock, 15 Leute wollten den grünen Anhänger, 13 Leute wollten die pinke Capri-Leggings, 11 Leute wollten die goldenen Doppelringe und 8 Leute wollten die blaue Sicherheitsnadel. Also die meisten hatten dann für das gelbe Kreuztop gestimmt, welches wir auch jetzt einkaufen werden. Dann, ihr wolltet als nächstes den pinken Stufenrock. Dann wolltet ihr die grünen Anhänger. Als nächstes die pinke Capri-Leggings und die können wir schon gar nicht mehr kaufen. Okay, dann als nächstes wolltet ihr die goldenen Doppelringe. Und dann, okay, können wir auch nichts mehr kaufen. Als nächstes werde ich dann natürlich noch die pinke Capri-Leggings kaufen und die blaue Sicherheitsnadeln, sobald wir genug davon haben. Okay, jetzt schauen wir mal kurz auf. Genau, genau. Wir müssen ja die Poster aufhängen, um einen Backbazar zu machen oder Kuchenbazar, damit wir dann die Schule verbessern können. Und ich hoffe, das Video gestern am Sonntag hatte euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt es angesehen. Wenn nicht, werde ich es nochmal in der Beschreibung verlinken, da es wirklich sehr wichtig ist. Und ja, okay, wir folgen jetzt einfach mal dem Pfeil, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hingehe. Ich schaue trotzdem mal schnell auf der Karte. Ach, okay. Okay, wenn wir eigentlich zu Nummer 1 gehen müssen, Moment, da ist ein Schließfach, das wir öffnen können. Okay, 0, 3 und, huch, und 9. Richtig. Aha. Gut, dann haben wir jetzt 11 von 20. Wenn wir da eigentlich rausgehen müssen, ne, dann können wir doch auch hier irgendwo an der Seite, also wenn wir zu Level 1 müssen, können wir hier irgendwo an der Seite, war das dann, okay. Hier ist es nicht. Okay, okay. Ach nein, warte mal, das stimmt eigentlich. Und zwar können wir mit der reden? Guck nach hinten, ein dreiköpfiger Affe. Haha, war ein Scherz. Okay. Das ist dann übrigens später, ich glaube, die heißt Twyla, bei der wir unser Monster ändern können, aber da werde ich dann später nochmal in den Kommentaren nachfragen oder ihr könnt dann abstimmen. Und zwar, so kommen wir auch ganz schnell auf Level 1 runter. Wir sammeln hier nur nochmal die Münzen ein, das kennt ihr schon, damit wir uns die anderen Sachen noch kaufen können. Und ja... Hier noch ein bisschen. Und da ist auch gar niemand mehr. Aber da ist ja noch der Roboter, den wir noch zu Ende bauen müssen. Irgendwann dann mal. Okay, dann gehen wir jetzt mal runter. Wir kennen ja die Abkürzung, was sehr, sehr gut ist. Ich weiß gar nicht, warum es da nicht einfach uns die Abkürzung zeigt. Aber okay. Huch. Und hoppsasa. Oh. Und diese Münzen haben wir anscheinend noch nicht eingesammelt. Oder wahrscheinlich schon eingesammelt. Aber jedes Mal, wenn ich das Spiel neu aufmache, dann kommen alle Münzen wieder. Und ich finde sie... übrigens sehr, sehr, sehr schön. Obwohl sie jetzt gerade sehr grimmig geguckt hat. Und, oh, hier sind auch noch ganz viele. Okay, die sammeln wir natürlich auch noch schnell ein. Geht ja alles ganz schnell. Damit wir dann diese Automaten hier auch noch verbessern können, ne? Machen wir das jetzt ja alles. Okay, Moment. Karte wieder. Ach, okay, das ist ja gleich hier dann, ne? Ach, in der Bücherei, okay. Und da stehen Manny und Gil, soweit ich das mitbekommen habe oder soweit ich das noch weiß. Und ich wollte euch mal fragen, wie viele Staffeln hat denn eigentlich Monster High? Ich weiß ja, dass es nur so kleine Webisoden sind, aber wie viele Staffeln hat es denn da? Ach, guck mal, da müssen wir hier hoch. Huch. Ach, komm schon. Ja, okay, es zeigt uns jetzt auch, dass wir hier hoch müssen. Aber ja, würde mich mal interessieren, wie viele Staffeln hat es denn da? Ich glaube, ich bin bei Staffel 5 oder so und ich finde gar keine mehr. Deswegen, und wenn, also ihr schaut ja garantiert Monster High. Und wenn ihr das anschaut, wo schaut ihr das denn an? Und so sehen übrigens unsere Poster aus. Natürlich jetzt in Englisch, nicht in, in Deutsch. Da steht einfach Kuchenwasser oder Kuchenverkauf. Gruselige Kekse.
Okay, dann suchen wir mal fürs Nächste. Da gehen wir gleich hin. Ich will nur noch kurz hier dran gehen. Ach, guck mal, da ist auch noch was sowieso. Okay, dann. Dann macht das ja nichts. Okay, dann gehen wir schnell hier hin. Und schnell hier hin. Und siehst du, ich habe schon zwei ohne diesen Pfeil gefunden. Aber wir suchen natürlich trotzdem noch mit dem Pfeil, weil wir noch zwei weitere anbringen müssen. Und das finde ich übrigens sehr komisch. Da ist ein schwarzer Schatten, sage ich einfach mal. Und da ist irgendwie nichts dran. Okay, Moment. Okay, da oben dann. Das macht nichts. Da springen wir hier drauf. Dann hier drauf. Dann hoffe ich, dass wir den Sprung schaffen. Jawohl. Und dann gehen wir jetzt wieder hier zurück. Und da ist Operetta schon wieder. Und dann springen wir auch hier drauf und noch hier drauf. Und ihr kennt das ja. Okay, jetzt brauchen wir nur noch einen. Also ein Poster. Dann sprechen wir noch kurz mit Operetta. Die finde ich übrigens auch sehr hübsch. Wusstest du, dass Werkatzen im Dunkeln sehen können? Das wusste ich nicht, aber das hätte ich mir, glaube ich, denken können. Da Katzen ja im Dunkeln sehen können. Also ebenfalls. Und eine Werkatze ist ja eigentlich nur eine Katze als Mensch sozusagen. Ach, guck mal, das ist das Letzte. Okay, Ziel erreicht. Hängeposter für den Backwasser auf. Ja, sehr schön. Dann sieht ja auch schön aus mit den anderen Postern, ne? Dann gehen wir nur noch schnell hier rüber und sammeln hier alles ein. Dann schauen wir mal, was ist das Nächste. Ach, noch mehr Poster aufhängen. Okay, das ist kein Problem. Level 2 sind wir jetzt. Es ist auf Level 1. Da können wir ganz einfach runterspringen. Dann sind wir auch schon da. Und zwar, das ist Level 1. Und dann gehen wir hier durch die Tür. Und folgen einfach dem Pfeil wieder. Ach, guck mal, da sind auch noch Münzen. Oder Geistermünzen. Die sammle ich schnell noch ein. Huch. Damit das dann alles passt. Okay. Dann können wir jetzt wieder runtergehen und dem Pfeil folgen. Ich glaube, ich hatte vorher noch diesen Automaten vergessen. Es macht aber nichts. Ich schaue noch kurz, wie viele Geistermünzen wir haben. Okay. Dann kaufe ich die jetzt einfach mal. Dann kaufe ich als letztes die Capri. Ach so, hier ist es. Okay. Okay, dann suchen wir hier mal. Ach, guck. Okay, dann suchen wir mal weiter. Ach, der sah ja auch komisch aus, ne? Der sieht ja ein bisschen so aus wie Heath, aber dann als Werwolf. Okay. Dann gehen wir einfach mal... Ach, guck mal, ein Schließfach. 2, 4 und 1. Ich frage mich, was da drin ist. Ah, nochmal eines dieser Dinger hier. Okay, dann ist ja gut. Hä? Ah, hier. Okay. Wie jetzt? Müssen wir jetzt darüber, oder wie? Okay. Dann folgen wir einfach mal sozusagen dem Pfeil. Er zeigt aber dann, dass ich da rein soll. Okay, vielleicht müssen wir einfach nur noch mehr außen rum gehen. Ach, guck mal, da ist eine Spinne, die wir noch nicht aufgesammelt haben. Siehst du, findest du immer was in hier. Okay. Ups. Hier hinten ist übrigens nochmal eine kleine Abkürzung. Ich weiß aber nicht, wo die hingeht. Okay. Folgen wir einfach weiter. Und jetzt laufen wir schon in die richtige Richtung. Ach, guck mal, da ist nochmal ein Schließfach, das wir öffnen können. Und zwar 6. Huch. 8 und 8. Und was ist hier drin? Ach, nochmal ein Spinnchen. Das ist ja schön. Okay, dann gehen wir mal hier rüber. Ach, da ist es ja. Okay. Müssen wir noch mehr Poster aufhängen? Aber natürlich doch. Wo müssen wir denn da hin? Wir müssen einfach hier unten stehen bleiben. Okay. Oder hier unten sein. Okay, dann gehen wir einfach mal rüber. Und folgen unserem Pfeil hier wieder. Achso, ich hätte jetzt gedacht, dass der Pfeil da raus soll, aber irgendwie dann doch nicht. Okay, es macht nichts, dann folgen wir ihm einfach hier hinterher. Und ich weiß, dass ganz, ganz viele von euch fragen, was nach Monster High kommt, weil irgendwann wird das Spiel ja zu Ende sein. Achso, wir müssen in die Cafeteria gehen. Okay. Monsterschöne Cafeteria. Hm. Das Essen da drin. Obwohl, das sieht ja schon eher witzig aus, aber
Ih, das sieht nicht so lecker aus. Moment, jetzt müssen wir, glaube ich, suchen, oder? Nee, noch nicht hier. Okay. Dann gehen wir noch ein bisschen weiter. Was nach Monster High kommt, weiß ich noch nicht. Und zwar dürft ihr das dann entscheiden. Ich werde, ich werde dann, sobald wir uns dem Ende nähern, werde ich wieder was zum Abstimmen machen. Da könnt ihr dann wieder draufklicken. Ach, hier rein. Okay, Moment. Der Schülerrat plant einen monströsen Kuchenbazar. Kauf einen Keks und unterstütze die Monster High. Eilmeldung. At Monster High Schülerrat verkündet Kuchenbazar. Viel Glück heute, Schülerrat. Hoffentlich habt ihr genug Kekse für alle an der Monster High dabei. Ich muss eventuell meine Zombie-Diät missachten, um an diesem bedeutsamen Ereignis für den Schülerrat teilzunehmen. Boom, boom, boom. Schülerrat Backbazar. Warum so viel Boom? At Lorna. Ich bombardiere den Newsfeed. Das ist die getippte Version des Photobombs. At Marisol. Na klar, entschuldige die Frage. Okay, dann wissen wir das jetzt auch, warum sie das macht. Okay, hier sind auch noch ein paar Sachen, die wir die wir aufsammeln wollen. Ja, wie gesagt, ich mache dann einfach das in die Beschreibung. Ich sehe ja immer, wenn ich das Spiel starte, wie viel Prozent wir sind. Wir sind, glaube ich, gerade bei 35%. Und wenn wir dann irgendwann mal die 80 oder so erreicht haben, dann werde ich auch euch fragen, welches Spiel. Also ich habe ganz schön viele Spiele und ihr könnt euch da die Spiele davon aussuchen, welches ihr haben wollt, damit ihr entscheiden könnt, was als nächstes dran ist. Und ja. So wird es dann laufen. Also bei Barbie habe ich jetzt schon ein Spiel danach. Bei Disney habe ich auch schon ein Spiel danach. Aber bei Monster High noch nicht. Das dürft dann, wie gesagt, nein! Ihr aussuchen. Das war doch jetzt mal wieder klar. Ist da noch irgendwas, wo die da was schreiben hier? Nein. Hier vielleicht. Ach, genau. Ich brenne für den Kuchenbazar des Schülerrats. Es wird fürchterlich gut. Ich kann es kaum erwarten, all eure großartigen Projekte dieses Jahr aufzudecken. At Monster High Schülerrat. At Monster High verkündet. Kuchenbazar, die Schüler sind außer sich. Ja, allerdings. Hattet ihr denn das schon mal in der Schule, dass ihr einen Kuchenbazar gemacht habt oder Waffeln verkauft habt oder irgendwie sowas für einen guten Zweck, um dann entweder, keine Ahnung, das Geld zu spenden oder sogar für die Schule selber zu benutzen? Wir hatten das auch mal so, dass wir Waffeln verkauft. Nee, wir hatten auch mal einen Kuchenbazar, Entschuldigung, das war was anderes. Und da haben wir dann das Geld. Das weiß ich gar nicht mehr, wo das Geld hinging. Aber wir hatten einen Kuchenbazar. Ich weiß das noch, weil ich neben jemandem stehen musste, den ich nicht so gemocht habe. Okay, dann schauen wir jetzt mal auf das Level. Level 1 war das, genau. Dann folgen wir jetzt nochmal dem Pfeil hier schnell. Ach so, gleich hier. Ach, guck mal, gleich hier. Okay, dann folgen wir dem. Und ich drücke das immer gerne mehrmals, damit wir auch nicht vergessen, wo es hingeht. Oder falls es sich mal rasch ändert. Ich gucke nochmal manchmal hier drin. Ne, das sind Sachen. Nee, gar nichts. Okay. Okay, dann müssen wir da ganz außen rum gehen, weil der liebe Pfeil das nicht weiß, dass ich nicht durch die Wände gehen kann. Und als Geist kann man ja eigentlich durch die Wände gehen, aber ich glaube, wenn man einen Geist wählt, kann man nicht durch die Wände gehen. Bin ich mir aber nicht so sicher. Okay, da lassen wir noch eine Münze raus. Und da kleben wir das hier an. Okay, was kommt als nächstes? Gehe zum Unterricht. Das sollten wir ja noch in dieser Folge schaffen. Dann gehen wir mal zum Unterricht. Ich glaube, der ist gleich hier, oder? Ja. Sehr schön. Alles klar. Okay, sprich mit Hyde. Geh zum Cheerleader-Training. Okay, wir können jetzt hier zum Kochclub gehen oder mit Hyde sprechen oder dann zum Cheerleader-Training gehen, was glaube ich, bedeutet, dass es die Aufgabe ist, die man machen sollte und das ist alles freiwillig. Deswegen frage ich euch einfach, damit ihr das abstimmen könnt, in dieser Folge von den Zielen, wollt ihr zuerst mit Hyde sprechen oder zum Kochclub gehen? Zum Kochclub gehen. Ich mache das wieder so, dass ich euch abstimmen lasse auf der strawpoll.de Seite und zwar
dürft ihr pro Person, dürft ihr mehrere Entscheidungen treffen, falls, ihr wisst ja, falls eure Schwester mit euch schaut oder irgendjemand anders, eure Freundin sagt, oh, sie soll mit Hyde sprechen oder nein, sie soll zum Kochclub gehen oder wie auch immer. Ja, das war's jetzt von mir. Ich sehe euch in der nächsten Folge. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Vergesst nicht, was ich von euch wissen wollte, in die Kommentare zu schreiben und auch noch abzustimmen natürlich. Kommentare zählen nicht. Ihr müsst auf die Website klicken und da abstimmen. Und ja, das war's jetzt von mir. Huch, im Shop hat's noch was. Ach, da hat's neue Sachen. Okay, das machen wir auch noch schnell. Wollt ihr die grünen Stiefel zuerst? Der weiße Ohrclip. Grüner Pfeil. Schwarzes Abendkleid, das sieht sehr schön aus. Grüne Sicherheitsnadeln oder blauer Stufenrock. Okay, das werde ich auch noch. Das sind dann zwei verschiedene Links, die ihr dann anklicken könnt. Und ja, das war's jetzt von mir. Ich sehe euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Käsekuchen. Tschüss.